Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Ja, neues Eternal Evolution Video. Und heute machen wir noch mal ein bisschen die gelben Tickets auf. Ich hatte ja gestern quasi 320 Limited Karten aufgemacht. Das heißt, wir müssen jetzt, ich will immer bis 500 bei dem Event, beim Recruit Event gehen. Und deswegen müssen wir jetzt noch 180 gelbe Tickets aufmachen. Und der Plan ist, vielleicht ein paar Aniruda-Copies zu bekommen. Wir schauen mal, drücken die Daumen, dass wir Aniruda ein bisschen bekommen. Wäre schon nice. Oder auch Karma, fast genauso guter Champion. Nicht? ja. Gucken einfach mal, was wir bekommen. Die gelben Tickets sind bei mir mittlerweile eigentlich nicht mehr so wichtig. Wie gesagt, eigentlich nur noch Aniruda. Der Rest ist eigentlich... Wir skippen das auch relativ schnell durch hier. Machen hier bei den gelben Tickets gar nicht so eine große Welle. Oh, Polun, ne, wie heißt der? Hypnos. Hypnos. Was ich noch sagen wollte, als kleiner Tipp, Leute, bei der Wishlist, wenn ihr hier keine Helden reinpackt, ja, dann erhöht sich die Chance von Aniruda quasi auf 0,5%. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr noch nur auf Aniruda aus seid. Jetzt habe ich vergessen, wie viele wir schon aufgemacht haben. Nicht, dass wir zu viele aufmachen. Die roten Runen haben wir schon mal. 140 brauchen wir noch. Hier, diese Tickets möchte ich mitnehmen noch. 140 brauchen wir noch. Da ist jetzt noch nichts Brauchbares dabei. Ja. Jetzt müsste eigentlich wieder ein Garantierter kommen. Ah, und nichts Brauchbares. Ja! Aniruda Nummer 1 ist da. Das ist sehr gut. Das ist richtig nice. Polundo! Habe ich auch noch nicht auf Immortal, glaube ich, nehme ich mit. Ah, ich muss ganz kurz Platz machen. Sofort wieder da. So, 80 müssen wir noch aufmachen. Eine Rude haben wir schon, damit ist eigentlich schon nice. Und Zander nehmen wir mit, den habe ich auch noch nicht Immortal. Was kriegen wir noch sonst irgendwas? 20. Lyrian, ja, den können wir auch noch mitnehmen. Gibt schlechteres, ne? Snacks dabei. Zauri brauchen wir nicht. Wie viel brauche ich jetzt noch? Schlecht im Zählen hier. Scheint brauchen wir noch ein bisschen. 20 noch. Vielleicht kriegen wir in den 20 ja nochmal einen Aniruda. Wer weiß. Das sieht nicht so aus. Letzten 10. Ah, schade. Naja, egal. Wir haben wieder einen Aniruda mitgenommen. Hier nehme ich wieder den Mutation-Kristall mit. Und ich glaube, ich nehme Nafeng noch mit. Aber ich muss nochmal überlegen. So. Da haben wir die Karte. In der Karte weiß ich schon, dass ich Vivenna nehme erstmal. Falsch, hier. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Vivenna mit. Die ist, glaube ich, noch nicht so weit entwickelt. Deswegen möchte ich die jetzt auch mit langsam ein bisschen hoch machen. Leute, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein etwas kürzeres Video. Wir sind jetzt nicht so tief reingegangen, weil ich auch nicht mehr so viel brauche, quasi aus den Advanced Tickets. Sondern noch Aniruda eigentlich so gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt den kleinen Trick mit der Chancenerhöhung auf Aniruda schon gekannt oder vielleicht ist er auch für euch neu und hat euch geholfen. Lasst gerne einen Daumen nach oben für das Video, haut ein Abo raus auf den Kanal und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.